Moinsen, Baggers und Baggerien. Schön, dass wir wieder eingeschaltet haben. Wir haben heute mal wieder was Leckeres für euch. Und das sind wieder sehr schöne Morgens-Folgen, die sehr, sehr schön waren und sehr, sehr witzig waren und sehr, sehr viel Keilerei aufgerufen haben. Yes. Ich hatte leider ein paar Probleme mit meinem Mikrofon am Anfang. Also nicht jetzt hier, sondern im Teamspeak. Sehr verwirrende Geschichte, aber die Folgen sind super geworden. Ich wünsche euch allen sehr viel Spaß damit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback da lasst, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ich habe auch noch ein paar Sachen für euch angepasst. Das werdet ihr auch gleich sehen, damit es für euch auch anschaulicher wird. Man muss ja immer dazu sagen, ich bin ja eigentlich Streamer und nicht wirklich so ein YouTube-Aufnahme-Dude, aber man macht sich. Und ich möchte mich wirklich bei euch da draußen bedanken, dass ihr mir immer so fleißig in die Kommentare schreibt und auch Tipps gebt und Verbesserungsvorschläge habt. Denn mir ist das wichtig, dass ihr dabei Spaß habt und der Cutter auch. Und da muss man mal schöne Grüße an den Cutter bestellen. Die letzten Folgen waren Zucker. Also, viel Spaß bei den Folgen und ich denke mal, wir sehen uns am Ende nochmal kurz. Oh, da haben wir mal ein bisschen was fertig gemacht für euch. Jetzt könnt ihr auch an der Seite die Cooldowns sehen. Die Karte kenne ich noch gar nicht. Oh, geil. Unten wird jetzt auch gezeigt, wer, wo man ist. Sehr, sehr schön. Ich weiß trotzdem gerade aktuell nicht, was unsere Aufgaben sind. Aber das ist mir schon raus. Peter wieder hier. So. Okay. Okay, die Aufgabe habe ich gelöst. Sehr schön. Nice, nice. Oh, wow. Hey, das habe ich gerade in den Camps gesehen. Hey. Hallo, meine Freunde. Der gute Ray liegt Richtung Eingang Navigation. Warte mal, hat nicht Ray gesagt, wenn er immer zuerst stirbt, ist es Dizzy? Wow, wow, wow. Aber was hast du denn in den Camps gesehen? Die Leiche. In der Kamera links oben lag die Leiche. Schon okay, Moment, also wo liegt das Ding? Medical? Oben? Nee, Navigation, nee. Eingang Navigation. Ah, also ganz auf der rechten Seite. Und die Kamera war halt links oben dafür. Deswegen und dadurch, dass kein nichts gesehen. Nee, die Leiche war schon da. Also nachdem wir den Reaktor gemacht haben, bin ich in den Cam-Raum, hab kurz reingeguckt, bin wieder weg, hab dann realisiert, da lag ja was. Und dann habe ich gesehen, dass da eine weiße Leiche liegt. Das heißt, wir wissen auch nicht, wann das passiert ist, weil zum Schluss habe ich Dalu also gesehen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich war bei Mike und Kalle, glaube ich, haben wir zusammen die Asteroiden. Sven kann es auch nicht gewesen sein, glaube ich. Astereo. Das ist korrekt. Asteroiden. Sie kam halt ziemlich spät oben vor lang gelaufen, ja, als der Reaktor Sven schon aus war. Ja, aber Sven kam sehr spät unten lang gelaufen, als der Reaktor schon aus war. Wer ist denn alles am Anfang runtergelaufen? Also Dalu und Jay, ihr seid nach Weapons runter? Ich bin nicht mit Jay gelaufen. Ich hab dann Kalle in Navigations gesehen, dann bin ich weiter nach unten gelaufen. Und ich war mit Sven halt Karte swipen, glaube ich. Da war noch irgendjemand dabei. Kalle, Dalu war da auch. Dalu und ich waren auch dabei. Kalle, sag mal, hast First du umgebracht? Nee, hab ich nicht. Würdest ich warte, aber du würdest es schon sagen, wenn ich dich ich würde schon zugeben, aber ich war tatsächlich so, wie es Jay gesagt hat, war gerade in diesem Admin-Raum. Da haben auch für diese Karten. Warst du auch da bei Ray, oder? Nee, ich war bei Jay, nicht bei Ray. Du musst aufpassen. Ich glaube, Ray hab ich, meine ich, gesehen, wie er irgendwas bei Mo 2 gemacht hat. Ich glaube, der hat da die Blätter abgelassen. Hast du ihn durch den Vent beobachtet, oder? Der muss auf jeden Fall schon ein bisschen was gelegen haben dann. So, also wie wollen wir jetzt gesehen Jay. Hat, ne? Ja, Jay. Ach so. Stark. Oh, Maxi, du Schwein, ey. Was ist das für ein Schwein? Du wenn Maxi nicht jetzt stirbt, ist es Dizzy. Wow, da wirst du gleich in der ersten Runde erstmal angevotet hier. What? Okay, ich muss trotzdem noch rausfinden, wo meine Aufgaben sind. Okay, hier ist nix. Das ist ja auch immer gelb umrandet. Ich bin immer noch in der Suchphase. Ah ja, hier, guck mal. Schmeißen wir mal die Sachen da. Nice. Ich werde sowieso gleich sterben, denke ich. 9, 8, 0, 8, 1, yes. Kalle kommt mir hinterher. Die Sau wird mich sowieso gleich töten. Ich kann es schon spüren, Leute, ich kann spüren. Was ist hier? Aha. Das war Peter und Dalu, glaube ich, oder? Nein? Ja. Ah, das war nicht der beste Mord, Peter. Nee, und Jay, wieso bist du denn direkt weggelaufen, hä? Hast du gedacht, da kommt keiner mehr? Weggelaufen? Naja, Leute, wir sind im Licht gelaufen. Wir müssen kurz erklären, was passiert ist. Ich hab's Licht gefixt, ich hab nur das Licht fixen gesehen. Okay, also das war um mich rum. Max und ich standen am Benzinkanister und haben da ein bisschen gewerkelt. Wow. Dann kamen Dizzy und Peter vorbei.
Dann ist das Licht halt ausgegangen. Ich bin hinterhergelaufen und Dizzy wackelt noch. Also er ist nicht umgefallen. Und wo liegt die Leiche? Vor Electric. Direkt vor Electric. Und Jay wow. ist einfach da. Wow, Leute. Leiche dann anscheinend einfach weggekickt, weil sie ihn nicht interessiert und ist mir entgegengekommen. Du hättest ja gerade noch auf dem Weg gewesen da rein. Also nehmen wir kurz an, weil ich hatte ja keine Vision aufgrund des Lichtes. Peter und Dizzy sind wirklich Hand in Hand losgelaufen. Wenn Peter es nicht war, muss er wissen, wer es war. Das ich habe Nils nicht mal gesehen. Das ist nicht der Fall. Das, wo sollen wir... Peter, wo bist du lang gelaufen gerade, als Licht aus war? Wo kommst du her? Ich komme von oben und bin quasi an dem Benzinkanister, so wie du gesagt hast, vorbeigelaufen. Genau. Aber ich wüsste nicht, wo da Nils bei der ganzen Geschichte gewesen der sein soll. Der kam unten am Benzinkanister vorbeigelaufen. Das Problem ist aber, der ist direkt hinter Peter hergelaufen. Ich möchte dich jetzt nicht safe callen, dass du sicher bist, okay, Dalu. Weil natürlich, ich habe ja auch reported. Wer reported, kann auch killen. Also genau. Kann natürlich auch ich sein. Das ist immer verständlich. Also wo liegt die Leiche? Wenn du Electrical aus der Tür unten rauskommen würdest, einen Schritt rechts. Nach rechts. Sie war noch am Wackeln. Also der Mörder muss daneben stehen. Also du sagst, die Leiche liegt außerhalb von Electrical? Ja. Ja. Das heißt, also Nils ist mir hinterhergelaufen. Ja, und also dann hast du ihn abgeschossen. Ich meine, ich bin da hingelaufen. Ja, nehmen Sie sie. Ich bin der Meinung, kann ich nicht sagen. Ich glaube, sie Peter ist doch der mit dem Zylinder. Der Zylinder ich habe nicht mal gesehen mit dem Zylinder. Und ich wüsste nicht, dass Nils mir irgendwo hinterhergelaufen sein soll. Und ich habe auch definitiv. Peter ist so ein schlechter Lüger. Peter ist so ein schlechter Lüger. Doch. Übrigens ist Dizzy tot und Maxi, ne? Ich sag nur. Maxi ist es nicht, safe. Okay, ich glaube, ich kann ja auch noch meine Aufgaben machen als Geist, oder? Genau. Ich glaube, ich mache das mal. Ich weiß noch nicht, hab noch nicht herausgefunden, welche Bewandtnis das hat. Aber das könnt ihr mir ja sagen. Ich bin noch nicht so komplett durchgestiegen. Ich habe bis jetzt immer nur in den Aufnahmen gespielt und das war's. Mehr habe ich an der Stelle noch nicht gemacht. Ah, guck mal. Ja, auch endlich rausgefunden. Hier sind noch Aufgaben. Ah, nice. Und ich habe immer gedacht, man muss sie so finden. Oh, da habe ich mich ja richtig zum Löffel gemacht. Naja, jeder hat mal klein angefangen, ne? Ich meine, rausfinden kann ich es eh nicht, wer es gerade ist. Also doch, könnte ich schon. Aber ich mache mal schnell die Aufgaben hier. So. Ich weiß nicht, ob man jedes Mal neue Aufgaben kriegt. Dann steht. Natürlich wieder nichts von mir gerecht. Ich habe noch die Aufgabe. Danosch ist tot. Gleiche lag da wahrscheinlich ein bisschen länger. Müsste aber nach dem Reaktor-Meltdown passiert sein. Darf ich kurz fragen, wer gerade wo ist? Ich habe gerade mit Jay den Reaktor-Meltdown gemacht. Also wirklich der letzte Frame kurz vom Report, wo er steht. Sven und ich sind beide vor Admin. Yes. Dem. Red? Wer ist vor Admin? Sven und Mike und wo ich. Genau? Von unten Lager? Von oben? Von oben nee. Runter. Ich habe Cafeteria runtergelaufen. Also, genau. Das heißt, du bist Cafeteria, Mike ist Cafeteria, Peter ist Cafeteria. Nee. Peter kann auch Cafeteria unten, nicht? Also, ich bin gerade aus Admin rausgelaufen und da ist niemand im Gang. Ja, wir stehen genau Cafeteria unten, Eingang, Gang runter zu Admin. Dann seid ihr gerade außerhalb des Sichtfelds. Und Sven, von wo kamt ihr? Wir sind von rechts gekommen. Sven ist safe, Sven und ich waren Peter, die letzten 30 Sekunden zusammen. Ich war beim Reactor, hab mit Jay den Reactor gemacht und bin dann nach unten rechts gelaufen. Da du hast mich einfach stehen lassen. Ich bin dann runtergegangen also nach den Reaktoren, bin dann zu dem Benzinkanister gegangen, hab den voll gemacht, musste dann aber noch zu den Schildern rüber. Das heißt, Jay und Peter kamen beide von unten, Mike und Sven kamen beide von oben, richtig? Was heißt denn von unten? Ich bin von der Mitte nach unten gelaufen. Wo bist du überhaupt? Ja, ich bin wieder zurück zu den Schildern. Ja, ich bin immer noch sicher, Peter war es. Und Peter kam gerade an Matt Bay vorbei und ist in die runtergerannt. Deswegen wollte ich das hören. Nee, Peter ist es auch. Nein, also Peter von links zu Reaktor, nach unten zum Maschinenraum, dann nach rechts. Hallo, bin wo ist die Leiche? Die Leiche liegt oben bei Madman und der Killer ist gerade erst dran vorbeigelaufen. Ja, und da bin ich überhaupt nicht gewesen. Ja, aber Peter war der erste Kill. Aber ich wollte gerade sagen, du bist ja denn von unten Admin da. Wo ist Dalu überhaupt gewesen? An der Leiche, ich hab doch Report, ist doch wohl offensichtlich, wo ich bin. Also ein Self-Report. Wir müssen Peter, voten. Ich vertraue jetzt. Es kann auch Dalu sein, ehrlicherweise, aber der ist schön vollgelabert die ganze Zeit. Ah, fuck, ich wolltest du auch noch mich voten, oder? Nein. Ja, ich denke mal, Peter war es. Peter war auch unten bei mir in bei den Dings in der Nähe. So, wir haben jetzt noch eine Aufgabe, die müssen wir machen. Na, Mozart, alles gut? Oh. Okay.
Dalu hat Emergency. Ich dachte mir, das war smart. Und das war super smart. Dadurch, dass jetzt nur noch 4 Leute leben, ist er noch weg. Ist Peter auf jeden Fall Imposter gewesen. Hundertprozentig. Also ich habe gerade das Licht gefixt, damit du den Call machen kannst. Ja, und Maxi ist erst vor 3 Sekunden oder so gestorben. Maxi ist gerade erst an mir vorbei, bevor ich den Emergency drücken konnte. Sven ist für mich safe, weil der dann muss hat es Jay sein. Peter ich war im Admin, ich bin doch safe nicht. Also ich kann sagen, was ich will jetzt, aber ich bin safe nicht. Jay, wo warst du? Ich war unten beim Electrical, da haben wir uns gesehen, Mike. Und dann ging das aber Licht aus. Aber von wo kamst du, Jay? Hä, vom Start. Ja, also bist du direkt halt runter oder direkt links? Ich bin direkt runtergelaufen. Dalu, du bist nach links gelaufen mit Maxi. Genau, ja. Und dann bin ich direkt zum Maxi Emergency tot? Gelaufen. Also ich hab die Wires und ich sag euch, Peter ist 100% Imposter, sonst wär's vorbei. Ich hab die Wires gemacht bei den Kisten und musste dann runtergehen zu diesen links da, ich weiß nicht, das Ausrichten der Waffe oder war da immer ganz links unten. Und dann ging das Licht aus. Dalu, wo hast du den Maxi verloren? Ja, links unten. Also da, wo Jay war. Und Jay ist der Einzige, der auch gerade geskippt hat, richtig? Also der nicht gevotet hat. Ja, wenn Dalu ist jetzt alle played, war Mike, ob ich jetzt gerade gesagt habe, da war der zufällig oder da war gar Mike, nicht. Mike, da war kein Mann. Genau, du hast Peter gevotet, richtig? Dalu, die ja. Sau, ey. Ben, wen hast du gerade gevotet? Dalu ist so gut ja, in dem Game. Ja, Jay nicht. Jetzt können nur Dalu, es wie viele Tasks habt ihr noch? Also ich bin durch. Es können nur Dalu oder Jay sein. Mike, wenn du wirklich glaubst, ich bin es. Peter ist hundertprozentig Imposter. Er ist der einzige Spieler, den wir rausgevotet haben. Dalu, du bist der krasseste Imposter. Ich kann das Spiel doch. Ich kann Peter da vor den Karren geworfen. Ja, ohne dass jemand anderes Peter verdächtigt hat. Nur ich. Es ist Jay. Also es ist ja, aber es hat ja auch kein Peter keiner geschützt. Ich nehme Jay, komm. Es hat keiner Peter geschützt. Jay ist gone. Ja, geil. Ja, GG, Dalu. Also wenn Dalu das. Dann hat Dalu es auch verdient, tatsächlich. Peter war, weil er euch überzeugt hat. Hundertprozentig im Posten. Absolut falsche Entscheidung hier an der Stelle. Ich hab Angst. Ja? Ja. Ich finde immer sehr witzig, wie dann immer, wenn man weiß, man hat verloren, absolut falsche Entscheidung. Alter. Ja, was da muss er noch man den muss anderen ja, muss zum Ende spielen. Machen, schlechtes Gewissen. Ey, Peter. Der Killer Dizzy war halt so holy ärgerlich, shit, dass gerade plötzlich alle um die Ecke kamen. Also bist du doch an mir vorbeigelaufen, ne? Natürlich bin ich an dir vorbeigelaufen. Ja, alles gut. Halt Dalu hat mich nur irgendwie fälschlicherweise überführt. Ja, aber ich habe gesagt, wenn du es nicht warst, musstest du wissen, wer es gewesen ist. Ja, und ich habe ja, Jay noch gecallt. Also, das kann er nicht gesehen haben, wenn der Crewmate gewesen wäre. Ich war schon vorbei. Irritiert, Dalu, weil als ich das Licht gefixt habe, habe ich plötzlich wieder Vision bekommen und bei mir lag die Leiche in Electrical. Und deswegen war ich irritiert, dass ihr alle sagt, es war draußen. Also nee, die Leiche, die ich reportet habe, lag vor Electrical. Die Reportreichweite kann ja auch ziemlich groß sein, leider. Wir haben ja recht große Reportreichweite, glaube ich, ne? Ja, und bei mir stand halt auch Peter nebendran und als Peter halt meinte, er wüsste nicht, was passiert ist, ja. Ich habe auch direkt Peter und Jay gecallt, direkt nach dem Kill. Peter und ich hatten halt schon ein paar doppelte Situationen gehabt, wo wir halt einen Double Kill hätten machen können, theoretisch, aber da kam plötzlich immer noch einer dazu oder sowas und nervt. Auf der Map ist es super ärgerlich, ihr hattet am Anfang Reaktor gemacht, wo 4 von uns schon Reaktor waren. So, dann habe ich die ausgeschlossen, weil warum sollten am Reaktor 4 Leute stehen, dann machst du Reaktor an. So, das ist, kann natürlich auch als Alibi genutzt werden, aber ich glaube eher, dass dann die Imposter auf der anderen Seite der Map waren. Ich benutze das aber ganz gerne. Ich habe auch O2 angemacht, als ich mit Mike dann unten im Admin den O2 ausgemacht habe. Das mache ich ja auch, das ist als Imposter klar, aber du gibst dem Imposter, den Kollegen, ja keine Chance. Also wenn du Licht ausmachst und du stehst am Licht, dann denkt dein Kollege, du killst jetzt einen und auf einmal geht das Licht wieder an. Auch kacke.